Eigentlich frage ich mich gerade, ob ich jemals wieder hier rausfinde. Und damit ein herzliches Willkommen zu Fallout 3. Ich bin mittlerweile in der, wo bin ich? Foggy Bottom Station. Und das ist ein immens großes Labyrinth hier unten. Und wie so bei vielen Dingen, die ich hier wieder von neuem entdecke, kann ich mich an das auch nicht mehr daran erinnern. Das ist so immens groß war diese Gänge. Gut, man muss dazu sagen, ich habe auch zwischendrin bzw. danach New Vegas sehr lange gespielt. Und da kann man natürlich, weil es doch ein bisschen offener war und ein bisschen alles verteilt habe, kann man natürlich auch einiges vergessen. Okay, da kann man ein bisschen rumfummeln. Ein Haufen Raider treiben sich herum und jetzt auch noch Ghule. Also in dem einen Labyrinth, wo ich gerade raus bin, da waren nur Raider. Oh, Talon kann man nie hier zerrissen. Macht nix. So, das ist dasselbe. Das andere. Und einen komischen Meyerlurk, einen Meyerlurk-Jäger habe ich ja getötet. Und auch zum ersten Mal entdeckt hier unten. Sollte vielleicht die Waffe wechseln. Ist gesünder, vor allem wenn sie leer ist. Abgesägte. Ne, wo ist meine Kampfwumme? Ist verschlossen, meinte. Was war das für ein Buch? Das können wir euch gleich lesen. Wir haben vorhin schon ein Medizinbuch gelesen und gab es nochmal zwei Wissen. Okay, so, haben wir das auch hinter uns. Hier ist aber nichts, das ist nur ein verschütteter Gang. Das ist schon wieder so riesig, ey. Das letzte Labyrinth, wo ich gerade raus bin, das war auch schon so riesig. Vorne ging ja nichts mehr weiter, oder? Nicht, dass ich was übersehe hier, was vielleicht wichtig sein könnte. Scheint ruhig zu sein. Was, da geht's noch rum? Oh, das ist ein Ghoul. Das ist ein Ghoul, Ghoul, Ghoul. Bescheidene. Oh, da oben. Jetzt müssen wir hochgeben. Ah, da kann ich euch mal zeigen. Die habe ich nämlich vorhin auch schon mal ein paar Mal verwendet. So lustige Distanzen. Ah, jetzt beweg dich halt nicht. Mist. Zu weit weg, wahrscheinlich.
Kann man normalerweise kann man den nämlich auch mit einem Schuss erledigen. Wo ist denn der jetzt hin? Kampflende rausholen. Noch da? Wo ist denn der eine? Na? Mag der nicht oder was? Müssen wir doch näher ran. Da geht's auf jeden Fall raus, wo das ausschaut, hä? Ja? Mal gucken, wo wir da rauskommen. In der Hoffnung, die Talon Company wartet nicht schon wieder auf uns. Okay. Ja, den Robi, den könnten wir hier rauslassen. Das Problem ist bloß, der wird sich wahrscheinlich auch mit mir anlegen. Da habe ich keine Lust drauf. Und das nächste ist, dass wir auch wahrscheinlich gar nicht die Fähigkeit haben, den so einfach zu befreien. So. Jetzt gucken wir mal, wo es da lang geht halt. Für den Nuke ist immer Zeit. Pennsylvania Avenue. Mutantenland. Metro Central. Die sind genau über mir. Ich hoffe jetzt nicht, dass der eine Minigun in der Hand hat. Oh, wie sind das? Oh. Ist da noch einer hinter mir? Muss ich doch mal Stimpack ranhauen. Sind sie. Da muss da jetzt noch einer hinter mir. Ich denke mir nur die ganze Zeit, was ist denn das für ein Mist? Jetzt eine andere Waffe noch. Ich möchte jetzt nicht alle Munition vergeuden, vor allem das ist so ziemlich eine der stärksten Waffen, die ich jetzt im Nahkampf habe. Hauen wir erstmal mit Sturmgewehr ein paar Salven raus. Übers Wetz. Halt. Ich sehe gerade. Schauen wir mal, was wir das Bein umhauen. So. Was haben wir jetzt noch? Abgesägte 10mm Heckenschützengewehr, Jagdflinte. Nichts anderes übrig. Stimpack. Auf den Arm.
In der Hoffnung, er lässt sich überfallen. So, Munition bauen wir jetzt. Ich werde gleich nochmal ein paar Waffen zusammenbasteln, damit ich wieder eine richtige gute habe. Was mich wundert, dass hier keine Schoßhündchen von denen sind, diese komischen Viecher. Diese Zentauren. Jagdflinte reparieren. So, dann können wir die eigentlich auch reparieren. Kampfflinte habe ich leider nur noch eine. Sturmgewehr. Wieso habe ich hier Saatgranate in der Hand? Ist ja eigentlich irgendwo ein paar Munitionskisten, das wäre auch eine Sache. Und die müssen ja auch irgendwo ihre Munition hergebunkert haben. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal ein bisschen hier oben oberhalb der Oberfläche rum. Ich muss mal gucken, wo wir uns. Wo hier was ist und wo wir hin können. Notfalls kommen wir ja wieder runter in den Untergrund, wenn hier oben nichts Gescheites ist, aber ich denke, hier könnte noch mehr sein. Geh dir mal mit. Mal kurz auf die Karte gucken, wo wir hin eiern. Okay, wir würden uns rausbewegen. Wir laufen erstmal die Richtung. Was ist das da hinten? Ne, war nix. Ich hab gedacht, da hätte sich was bewegt. Sehr gut. Nehmen wir alles mit erstmal. Aha, da ist Munition. Wie viel haben wir überhaupt? Ach so, früh sind wir schon wieder. Schlafen wir mal 24 Stunden. Ein bisschen Erholung. Sich ja einfach so offen hinlegen können, das ist aber wegen Schmand. Das hoffe ich doch, dass sie das ändern, dass man es sich nicht überall hinlegen kann. Vor allem nicht an Stellen, wo man kurz vorher noch gekämpft hat. Toter Ödländer. Ja, um diese Köpfe geht's. Irgendwie. Oder auch nicht. So.
jetzt komisch. Mutanten, 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 Mutanten. Mutanten mit Geschützen. Und da ist auch was, was wir entdecken können. Penn Avenue. Drogensüchtiger Ghoul Mentens. Alles leer geplündert. Oh, das sind aber einige. Das sind einige. Da haben wir doch gar nichts mehr Gescheites. 32 Millionen Pistolen. Ach, die Laserpistole können wir mal nehmen. Weil die Kampflinde möchte ich. Kampflinde wollte ich mir noch ein bisschen aufheben. Jetzt aber auch vergessen, die Waffe. Gut, kann aber auch daran liegen, weil ich noch nicht so viele Erfahrungspunkte da habe. Fähigkeitspunkte. So. Das war aber knapp. So, dum, 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 dum. So, ich hoffe, da haben wir jetzt alle erledigt haben in dem Sektor. So viel Munition haben wir nämlich auch nicht mehr. Kronkorken mit. Es liegt hier. Oh, Munition, Munition. Das ist schon sehr gut. Okay. Kartoffelchips. Was liegt da an Radio und was liegt das? Räder. Ist hier unten irgendwas? Alles so. Nee, ich glaube, das ist hier unten eine Finde. Da gibt's nichts. Nur damit man wieder unnötig in der Gegend rumläuft. So, müssen wir da hinten hoch und dann gucken wir mal weiter.
Metalltor zur Promenade. Wir haben schon, was das jetzt wird. Kommt der Sache langsam näher. Promenade Nordost. Ich hab's mir beinahe gedacht. So, überlege ich, was machen wir an Waffen dabei? Nahkämpfer! Himmelherrschaftszeiten. So, das war's damit. Jagdflinte. Halt. Trefft den nicht besser von hier oben. Aber jetzt. Der Weg zum Ziel führt anscheinend wirklich nur durch diese ganzen Hintereingänge. Riesenstaubsauger. Da schaut noch ein Gang aus. Nationalarchiv. Stimpack sicherheitshalber reinpfeifen und dann geht's rein. So, und für euch geht's jetzt raus, denn ich beende hiermit die Folge und wir sehen uns bei der nächsten. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut.